Könnt ihr bitte diesem Shirt mehr Aufmerksamkeit schenken als mir? Ja? Wisst ihr, ich will jetzt nicht angeben, aber ich war an der Universität in Jena. Zu Besuch. Ja, stell euch vor, ich war in Jena! In Jena. Bist du bitte leise? Danke. Boah. Dahin schauen. Ich weiß eh, wie ich ausschaue. Was soll das? Und es war wirklich geil. Es war auch die Erfahrung, mit der Deutschen Bahn zu fahren. Es war unglaublich. Die Hinfahrt, ich meine, auf der Rückfahrt gab es Probleme, aber nicht auf der Hinfahrt. Und ich bin sehr dankbar dafür, denn auf der Rückfahrt kannte ich zumindest schon ein bisschen die Wege und die Umsteigzeiten und war ein bisschen mit der Bahn vertraut. Obwohl auf der Hinfahrt ich auch ein bisschen eine minimale, okay, es war eine ziemlich große Panikattacke bekommen habe. Das war auch eine geile Situation. Ich steige ein in den Zug von München nach Erfurt und dann sehe ich plötzlich, oh mein Gott, da steht irgendwas über den Sitzen. Gegebenenfalls freigegeben, Nürnberg-Würzburg. Was heißt das? Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob gerade Nürnberg-Würzburg mit Bindestrich dazwischen richtig war als Fahrtrichtung. Ja, ich bin klug. Auf jeden Fall habe ich dann nicht gewusst, wo ich mich hinsetzen kann und wo ich mich nicht hinsetzen kann. Und dann bin ich zu einer Frau gegangen, die angezogen war, als ob sie zur Deutschen Bahn gehört. Sie gehörte ganz sicher zur Deutschen Bahn. Auf jeden Fall bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, entschuldigen Sie, ich hab da dieses Ticket, können Sie mir helfen? Ich weiß nicht, wo ich mich hinsetzen soll. Und sie hat original genau das gesagt. Dafür bin ich nicht zuständig. Und dann ist die Dame wirklich weg gewesen, hat sich umgedreht, ist weggegangen. Was ist das für Hilfe? Ja, und daraufhin habe ich dann meine minimale Panikattacke bekommen. Aber ich hatte Glück, denn ich hatte Internet und ich konnte mit euch schreiben und das hat mir mit einigen von euch schreiben. Und das hat mir wirklich wahnsinnig viel bedeutet. Danke. Gut, die Sache heute ist die, ich weiß zwar, heute ist Kommentarvideozeit, aber ich bin zu unkonzentriert, um mir meine Notizen zu den Kommentaren zu machen. Es ist nämlich so, ich lese mir die Kommentare durch, suche mir einige raus und sage, ah ja, dazu kann ich was sagen oder das könnte vielleicht dem anderen weiterhelfen. Nur heute bin ich so, ich habe überhaupt nicht den Kopf, was Haare? Ja, genau. Heute habe ich überhaupt nicht den Kopf dafür, mir irgendwas zusammenzuschreiben. Deswegen machen wir es mal so, dass ich es ganz spontan mache. So, ich suche hier die Kommentare live heraus. Live ist gut, es wird alles geschnitten und hochgeladen. Ja, wie dem auch sei, die Links zu meinen letzten Videos gibt es entweder in der Infokarte oder in der Videobeschreibung. Weil es kochen habe ich Humus provoziert. Ich habe Humus provoziert. Lena, lass es. Stupse ich den Humus. Produziert, ich wollte sagen produziert. Ich habe Humus produziert. Und der ist wirklich verdammt lecker geworden. Nur die Sesampaste hat gefehlt, aber ich bin so ein Gourmand, sagt, das ist das Gegenteil von Gourmet, oder? Ich hab's nicht rausgeschmeckt. Und was haben wir denn bei Hallo-Bulimie gemacht? Ah ja, und bei Hallo-Bulimie haben wir das Thema Therapie behandelt. Das war natürlich sehr interessant, auch weil ihr natürlich viel dazu gesagt habt, was ich vergessen habe im Video zu erwähnen. Das ist dauernd so, deswegen mache ich Kommentarvideos. Das ist so mein Nachtrag. Ja, gut, dass ihr sehen könnt, was ich da drüben mache. Nee, dem auch sei, los geht's mit das Kochen. Ich bin so deppert, es tut mir leid. Was ist denn das? Da ist einfach die Speicherkarte meiner Kamera voll. Böse! Das sind nur 32 GB. Ich habe doch eine größere. Die versteckt sich schon wieder. Ja, ich glaube, ich muss den Kommentar nochmal vorlesen. Mach nichts, das kann ich ja schon. Humus muss ich ausprobieren. Ich koche übrigens just in diesem Moment, also kochen wir quasi gemeinsam, eine Möhren-Ingwer-Kokosmilchsuppe, die ich dir das Format auch empfehlen würde. Ich bin sehr froh, wenn ihr mir Empfehlungen da lasst, weil Es ist immer derselbe Ablauf, wenn ich Rezepte für es kochen suche. Ich sitze da, ich denke mir, was habe ich denn zu Hause? Ja, Erdäpfel, machen wir irgendwas mit Erdäpfeln, Kartoffeln. Dann google ich das. Dann nehme ich das Rezept schon raus, bis mir einfällt, Lena, du hast Kochbücher. Warum verwendest du sie nicht? Irgendwie, wenn mein Handy leuchtet, bin ich total irritiert. Warum schreibt ihr mir Nachrichten? Ihr könnt mir doch nicht einfach Nachrichten schreiben. Oh mein Gott, bitte nehmt das nicht ernst. Natürlich schreibt mir Nachrichten, wenn ihr wollt. Ihr müsst nur, ich glaube, jeder, der schon mit mir Nachrichten geschrieben hat, der kennt das. Ein paar Stunden bis Tage auf eine Antwort warten. Und das ist wirklich nicht böse gemeint. Ich bin so, oh, eine Nachricht. Oh, ein Eichhörnchen. Oh, ein Schmetterling. Was gibt's denn noch? Oh, da ist jemand nach Hogwarts abgedriftet. Oh, sowas. Wie ist denn das gegangen? Miam, das sieht gut aus. Das muss ich unbedingt bald nachkochen. Mixen wollte ich schon immer mal selbst machen. Wobei ich den Knoblauch weglassen werde, denn den finde ich ganz, ganz, ganz im Jahr. Bin wohl ein Vampir. Kommt mir ungelegen, denn die Metapher... Oh je.
kommt mir ungelegen, denn die Metamorphiere... Was? Ich kann das. Ich kann das. Kommt mir ungelegen, denn ich metamorphiere gedanklich nach Hogwarts und nicht im Twilight nach Hogwarts. Oh, Entschuldigung, ich bin abgeschwitten nach Hogwarts. Hogwarts, sorry, das ist, hat jetzt wirklich nichts mehr mit dem Thema zu tun. Ich liebe es, wenn ihr mir Kommentare schreibt. Das ist so genial. Wo bekommt man Sesampaste? Darauf muss ich gleich antworten. Ich denke im Supermarkt oder im Asiamarkt. Seht ihr, jetzt beantworte ich hier sogar Live-Kommentare. Ist das unglaublich? Bei uns nennt man das, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja, den Spruch kenne ich. Kann ich im Übrigen voll verstehen. Ich hatte früher Panik vor Avocado und ich war mir sicher, sie nicht zu mögen. Dann habe ich sie einmal aus Versehen probiert und seitdem liebe ich sie. Kichererbsen fand ich bisher auch eher furchteinflößend. Scheinen aber, was ich hier so sehe und lese, recht umgängliche kleine Knubbel zu sein. Oh, das ist süß ausgedrückt. Knubbel. Deine Leidenschaft für Knoblauch kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde ja, dass mit Knoblauch alles nicht Essbare doch relativ essbar wird. Ein Hoch auf Knoblauch. Da bin ich ganz bei dir. Seht ihr dadurch, dass ich das jetzt seht ihr auch meine ganz ehrlichen Reaktionen auf Kommentare? Moment. Ich muss sie da fotografieren. Und tschick. Wie diesen. Ich liebe Knoblauch auch über alles, aber leider hasst meine Mutter Knoblauch. Bei mir im Umfeld können generell viele Menschen Knoblauch nicht leiden. Keine Ahnung, ob das wirklich Menschen sind. Das würde ich auch stark bezweifeln. Oh mein Gott, da fällt mir gerade ein, ich habe das geilste Souvenir aus Jena mitgenommen, das es gibt. Seht ihr? Au, au, Moment. Autsch, Haare, au. Da, ein neues Piercing. Und es tut verdammt weh. Kinder, lasst euch nicht piercen, das ist es nicht wert. Ja, wenn mich irgendwer von euch fragt, wann ich mein erstes Piercing bekommen habe, ich werde stur behaupten, dass es 30 war. Mit 30 habe ich mein erstes Piercing bekommen. Ja, oder auch nicht. Oh, ich glaube... Nicht nur ich, sondern auch einige von euch haben wohl schon aufgegeben, dass sie, irgendwie Zauberer in der Küche werden. Das mit dem Zutaten einkaufen und dann das Rezept durchlesen, kenne ich zu gut. Und jedes Mal, wenn ich wieder an dem Punkt, an dem Rezept bin, wo das Ganze dann 2 bis 3 Stunden köcheln soll, nehme ich mir vor, das Rezept im nächsten Teil durchzulesen. Aber ich glaube, das wird in diesem Leben nichts mehr. Ja, ich habe mich auch schon irgendwie damit abgefunden, dass das nichts mehr wird. Ich meine, ich mach's wirklich gerne. Es kommt immer dieser Punkt in mir, wo ich dann merke, jetzt hast du es versaut, Lena. Egal was du machst, du hast es jetzt versaut. Ist das eigentlich nicht lustig? Lena war in Jena. Ah! Ja, ich komme nur in Städte, die sich auf meinen Namen reimen, wirklich. So wie Wien. Obwohl mein zweiter Name ist Maria, also insofern vielleicht auch auf Städte, die sich auf Maria reimen, so wie Wien. Ich bin so doof, es tut mir leid. Ich bin überhaupt heute verdammt überdreht. Oh, ein lustiger Kommentar, ein urgeiler Kommentar, der muss da noch rein. Ich find's irgendwie lustig, dass bei 10:30 ein tolles Schneidebrett neben dir steht, du aber lieber auf volles, ich schneide mir vielleicht in die Pote, Risiko, da die Paradeiser schnippelst. Das mache ich immer, aber dann, naja, ihr seht eh, njam, njam. Ja. Ah, dafür habe ich schöne Pflaster, seht ihr? Da ist eine Prinzessin drauf. Oder vielleicht habe ich sie abgeschnitten. Oh, sie hat keinen Kopf mehr. Ja, es war eine Prinzessin. Sie dürfte wohl irgendwas Schlimmes gemacht haben, sonst hätte sie ihren Kopf noch. Gut, gehen wir zur Hallebulimie über. Autsch, meine Schultern. Wieso tue ich das überhaupt? Ich muss von Jena schwärmen, echt. Ich habe immer gedacht, Reisen ist voll doof. Aber jetzt war ich in Jena und ich vermisse Jena schon jetzt. Und es ist erst Montag und ich bin gestern zurückgekommen. Wieso sind die überall Haare? Ah. Wisst ihr, wenn ich mir die also anschaue, es ist ja gar nicht so, dass sie ausfallen, glaube ich. Ich glaube, sie reißen ab. Ja, das... Okay, ich muss mal wieder zum... Lena! Ja, ich konzentriere mich. Hallo, Bulimie. Und irgendwie waren sich viele von euch einig. Ich habe zumindest das Gefühl, und ich gebe dem auch einfach mal einen Daumen nach oben. Der Anfang ist voll gruselig. Ja, das Video-Intro war diesmal so ein bisschen psychopathisch, ich weiß. Ich habe mir irgendwie eingebildet, es ist sehr lustig. Tiger, was sagst du? Du hast quasi die Hauptrolle gespielt. Ja, er findet's lustig. Hört ihr ihn schallend lachen? Ich weiß. Wisst ihr, ich werde mir nach dem Video dann noch extra Zeit nehmen, einfach um die Kommentare auch so schriftlich zu beantworten, denn das ist mir so wichtig. Wenn es einen Kommentar gibt, den ich beantworten kann, beziehungsweise wo ich was dazu schreiben kann, weil früher habe ich wirklich jeden Kommentar beantwortet, irgendwann habe ich mir gedacht,
Ja, das nimmt langsam Ausmaß an. Ich kann nicht jeden Kommentar beantworten. Was ist los? Da sind überall Haare. Ja, hier seht ihr meine Haare. Mhm. Ich habe wirklich sehr behaarte Arme. Aber ich bilde mir mal ein, das ist mein Winterpelz. Wo war ich? Es ist mir ein großes Anliegen, Kommentare zu beantworten. Jawohl. Und manchmal dauert es eine Weile, da beantworte ich vielleicht eine Woche gar keine Kommentare und dann wieder wusch. Zumindest in meinem Kopf ist es so, wie es wirklich ist. Man weiß es nicht. Man munkelt, man weiß es nicht. Noch ein Satz, den ich aus Deutschland mitgenommen habe. Und ich weiß, das ist nicht typisch deutsch-ländisch, aber wir haben uns sehr zerbröselt über den Satz. Gut, auf jeden Fall. Ich rede in den letzten Stunden mit meiner Therapeutin immer über eine Klinik. Aber ich denke, dass mein selbstverletztes Verhalten nicht schlimm genug ist. Und denke mir immer, ich brauche die Therapie nicht und auch nicht die Klinik. Aber ich weiß, dass es nicht ganz stimmt. Ich habe das Gefühl, ich kenne das von mir und ich habe schon von anderen gehört. Ich weiß nicht, irgendwie bei einem selbst ist es nicht schlimm genug. Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen ritzt, so... Wo kommst du auf einmal her? Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen ritzt, so tschuk, tschuk, dann denkt man sich, na, so schlimm ist es nicht. Dann ritzt man sich ein bisschen fester, denkt sich, okay, aber so schlimm ist es noch nicht. Ich meine, der Arm fällt noch nicht ab. Und es geht immer so weiter. Man sagt sich selbst, es ist nicht so schlimm, es ist nicht so schlimm. Vielleicht auch, weil man sich dann schon an die Situation gewöhnt hat. So im Sinne von, ich bin schon gewohnt, dass ich mir, ich weiß nicht, die Arme von oben bis unten aufritze oder keine Ahnung, mich jeden Tag übergebe oder jeden Tag nichts esse. Aber ich kann dir, ich kann Leuten, die so denken, eines mit auf den Weg geben. Wenn dieses Denken deinen Alltag beherrscht, wenn du in Stresssituationen denkst, ich könnte jetzt eigentlich speiben, ja, in Deutschland sagt, glaube ich, kotzen dazu. Wir sagen speiben, ganz elegant. Ich könnte jetzt einfach nichts essen, ich könnte mich verletzen, ich könnte exzessiv Sport treiben. Das ist ein sehr unheilsames Verhalten. Und genau genommen, wenn man dann wirklich auf sich fühlt, dann tut es auch weh. Es ist so ein beklemmendes Gefühl, dass man so an diese, ja, teils sogar Süchte oder Verhaltensweisen gebunden ist. Es ist kein schönes Gefühl, wenn man unter Menschen sitzt, die man vielleicht sogar mag und sich dann denkt, ich wünschte gerade, ihr wärt alle einfach weg, damit ich kotzen könnte. Das ist so Anti-Leben. Das habe ich in einem anderen Video schon mal gesagt, glaube ich. Man muss den Punkt erreichen, wo einem die Krankheit mehr am Arsch geht, als dass sie einem bringt. Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich gehe jetzt in die Klinik, aber ich habe eine enorme Angst davor, denn ich will nicht den Rest meiner Tage damit verbringen, dass ich mich teilweise dauernd übergebe oder dauernd irgendwelche, weiß nicht. Keine Ahnung, ob das mit dem wenig Essen gerade nur eine Phase ist oder ob das einfach jetzt eine Umwandlung meiner bisherigen Essstörung ist. Ich will einfach nicht, dass ich mich den ganzen Tag mit Essen auseinandersetze. Es wäre was anderes, wenn ich Bäcker wäre, aber ich bin kein Bäcker. Was macht ein Bäcker ohne Arme und Beine? Oh, Kugeln! Okay. Ich finde den wahnsinnig lustig. Als ich den gelesen habe, ich habe keine Luft mehr bekommen vor Lachen. Ich wasche übrigens. Hört ihr das? Das ist eine Waschmaschine bei mir. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen. In mir ist auch ein Teil drin, der sagt, Lena, ich glaube, du rufst einfach an und sagst, geben Sie den Platz jemanden, der gebrauchen kann. Aber ich trage das jetzt schon so lange mit mir rum und ich weiß, jetzt ist einfach eine ruhigere Phase. Wenn wieder etwas mehr Stress kommt, dann meldet sich natürlich Bulimie und sagt, hey Lena, und ich sage, halt die Klappe und sie wird sagen, und dann ist sie wieder da. Ja, das war schon oft so. Ich kenne meine Teufelskreise mittlerweile. Seht ihr, deswegen mache ich mir Notizen, damit ich nicht so furchtbar schnell rede. Oh Gott, jetzt habe ich heute angeredet. Ihr seid die Besten, wisst ihr das? Ihr seid wirklich die Besten. Ich bin mit dem Gedanken schwanger. In welchem Monat? Hilfe! Sorry, ich gehe mich ja schon in der Ecke verstecken. In welchem Monat? Mal sehen. Bei mir hat es angefangen 2011. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ein Monat hat 12 Monate. Ein Jahr, 12 Monate. Moment. 6, sagen wir 6 mal 12, 60, 72, im 72. Monat. Also meint es im 72. Monat. Wir wissen noch nicht, wann es kommt. Das war schräg, okay. Und ich finde es auch so lieb, dass ihr jetzt, dass ihr euch nicht über mich lustig gemacht habt, sondern mir auch Mut zugesprochen habt, was den Peter angeht. Den Käfer angeht. Seht ihr, es ist deswegen mache ich mir Notizen normalerweise. Lena, du brauchst einen Snappy. Was zum Teufel ist ein Snappy? Ja, ich brauche sowas. Ich brauche einen Snappy. Ich bin
Ich bin absolut dafür. Ich gebe dir einen Daumen nach oben dafür, denn ich brauche wirklich einen. Schaut, da hätten wir noch jemand, der mit mir mitgezittert hat beim Käfer. Tolles und witziges Video. Hoffe, du hast jetzt den Käfer bezwungen. HDL. Ich habe gar nicht gewusst, dass man heutzutage noch HDL sagt. Das war in meiner Schulzeit, war das so HDL und... Moment. HDMDL, hab dich mega doll lieb. Ach, wir haben das ausgeführt und haben dann 20 Buchstaben nebeneinander gepackt. Und was heißt das? Hab dich super duper mega doll lieb. Ja, das war meine Schulzeit. Wir hatten noch keine Handys. Wir haben uns so beschäftigt. Stellt euch das mal vor. Wie ist das eigentlich jetzt im Unterricht für alle, die noch in die Schule gehen? Weil wir haben das damals so gemacht. Wir haben kleine Zettelchen geschrieben und die unserem Banknachbar zugeworfen. Und wenn wir so doof waren und sie weiter weggeworfen haben, zum Beispiel zu weit nach hinten, dann hat unser Banknachbar natürlich sehr elegant gesagt, oh, ich habe meinen Stift fallen lassen, ich hole ihn schnell. Echt, die Lehrer, ich weiß nicht, das muss den Lehrern aufgefallen sein. Ich bezweifle, dass es ihnen nicht aufgefallen ist. Ich meine, die Sache ist die, es gibt wirklich hier tolle Kommentare. Ihr solltet euch die Kommentare zum, wie ist Therapie, ich weiß nicht mal, wie meine eigenen Videos heißen. Wie sieht Therapie aus? So, jetzt habe ich es. Ihr solltet euch die wirklich durchlesen, weil da haben wirklich viele Leute ihre Erfahrungen geschildert und natürlich sind die nicht immer rosig. Mal schauen. Meine Therapie war total fehlgeschlagen. Ich war in einer Klinik und hatte nach 5 Wochen mein erstes Gespräch mit einer Psychologin. Wow. Diese meinte wortwörtlich zu mir, ja, ich hätte sie nicht angesprochen, weil sie nicht so wirkten, als bräuchten sie Hilfe. Es ist wie bei allen Berufen, es gibt überall schwarze Schafe. Es ist wirklich schwer, denn wenn man dann... Ich hatte einmal eine Therapeutin und die habe ich so wahnsinnig gemocht, weil mit der konnte ich lachen, mit der konnte ich weinen, so ziemlich alles. Und dann war sie plötzlich schwanger. Ich meine, ich habe mich gefreut für sie. Ich habe ihr ein kleines Kuscheltier geschenkt fürs Baby. aber es war dann so... Oh, jetzt hänge ich in der Luft. Und dann habe ich 1,5 Jahre keine Therapie gemacht und jetzt habe ich eine neue Therapeutin. Und ich glaube, ich habe einfach dieses typische Deppenglück. Das kennt ihr doch, oder? Deppenglück, dieses, wenn jemand irgendwie, ich weiß nicht, sehr einfach gestrickt ist und dennoch immer Glück im Leben hat. Ja, auf jeden Fall, ich hatte immer dieses Deppenglück, dass ich eigentlich relativ gute Therapeuten habe. Obwohl, ich war einmal beim Psychologen, das war das einzige Mal, dass ich bei einem, das war lange Zeit, das einzige Mal, dass ich beim männlichen, Psychologen, ich glaube, es war ein Psychologe, auf jeden Fall bei einer männlichen, Sprachperson war. Denn der hat in der ersten Stunde recht direkt gefragt, und wie sieht es mit ihrem Sexleben aus? Und ich habe mir gedacht, wow, okay, ich komme nicht mehr. Ich bin auch wirklich nicht. Ich bin eben zwar hingegangen, also im Sinne von zum Haus, aber dann bin ich an der Tür vorbeigegangen, habe gedacht, mit dir will ich nicht reden, Papa. Man muss auch, ja, manchmal ein bisschen, leider ein bisschen suchen. Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus. Es ist besser, als man verschleppt eine Essstörung. Was wollte ich eigentlich? Ja, ich wollte dich auch vorlesen. Als ich teilstationär, also in einer Tagesklinik war, hatte ich eine Therapeutin, die ich so cool fand. Cool, nein, toll, nicht cool. Ich musste so weinen, als ich dann das letzte Gespräch mit ihr hatte und mein Aufenthalt zu Ende war. Es war auch das einzige Mal während der ganzen Therapie, dass ich weinen musste. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Leider habe ich bisher keine ambulante Therapeutin gefunden, die ich ähnlich toll fand. Ich glaube, ich habe in ihr eine Art Mutterersatz gesehen. Das kenne ich auch. Aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die einfach so ein bisschen so mütterlich oder sehr väterlich wirken. Die haben dann einfach irgendwas an sich. Oh, und was da noch steht, natürlich ganz, ganz wichtig, eine Frage, die weniger mit dem Thema zu tun hat, Lena. Was für Musik hörst du im Supermarkt, die nicht zu deinem Aussehen passt? Ihr werdet sicher ein furchtbares Bild von mir haben, ich werde es euch sagen, aber es... jetzt momentan höre ich, Ich habe hier überall Haare picken. Momentan habe ich eine Playlist, in der sind folgende Interpreten drin. Rock, ich kann es nicht aussprechen. Roxette? Jawohl. Listen to your heart. When he's calling for you. Ja, das ist geil. Seht ihr, es fängt schon an. Dann habe ich hier Nicki Minaj. Taylor Swift. Ich hab auch ein paar Songs von Ariana Grande drin. David Guetta. Alice Cooper, ja, ladies and gentlemen. Laura Pausini. Per scontato nando. Niente di quel che ho. Neanche minimo prevedo. Oh, no. Ich kann den ganzen Song auswendig, das ist unglaublich. Kiss, The Chainsmokers, Lost Frequencies, Scorpions,
Adele, aber nur, wisst ihr, ich habe nicht ganze Alben von denen drin, von Machen habe ich nur einzelne Songs drin. Guns N' Roses, Evanescence, ich und schon wieder David Guetta. Was habe ich mit David Guetta? Spricht man den Typen überhaupt so aus? Ich meine, ich habe auch noch andere Playlists, wo drin ist Großstadtgeflüster, 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 Grabschclub. Grabschclub. Und die Spider-Murphy-Gang. Ihr kennt Skandal im Sperrbezirk, oder? Schließt dieses Video, ihr dürft es schließen und gebt auf YouTube oben ein Skandal im Sperrbezirk. Spider-Murphy-Gang. Skandal im Sperrbezirk. Ich sing gerade viel. Seht ihr? Ich bin... Nun gut, das ist so die Musik, die ich so höre, die vielleicht nicht so zu meiner Aussehen passt. Ich meine, ich höre auch, ich weiß nicht, Rammstein. Ja, das war gerade eine lustige Aussprache. Three Days Grace mag ich auch. Seht ihr, ich weiß nicht mal, was ich die ganze Zeit höre. Was höre ich die ganze Zeit? Deichkind. Oh Gott, Deichkind ist so cool. Ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich dauernd Britney Spears und Madonna gehört. Und da habe ich mich... Das war super. Ich habe mich nicht total schwarz angezogen, schwarz geschminkt und dann höre ich... Dann höre ich Madonna. La Isla Bonita. Ich kann den Text nicht, ich habe es schon oft gehört. Ich kann den Text nicht. Gut, machen wir noch ein paar Kommentare. Hast du den Kampf mit dir und dem Käfer überstanden? Wie ging es aus? Fensterblitz zu. Danke für die tollen Videos. Nun, wie es ausging, wie ging das aus? Ich habe das Ding, wie war das? Es ist mir dann so auf die Nerven gegangen, dass es hier drin so heiß ist, dass ich gesagt habe, Lena, reiß dich am Riemen. Dann habe ich eine Sprühwasserflasche genommen, habe gedacht, ha, ich erschrecke ihn, ich betäube ihn mit dem Wasser, weil Wasser bringt Käfer nicht um und ich wollte ihn nicht umbringen. Also habe ich ihn besprüht mit dem Wasser, aber er hat sich einfach nur so ans Fenster rangeduckt so und ist da einfach sitzen geblieben. Die Sache ist die, das war eine Baumwanze, die fangen an zu stinken, wenn sie sich bedroht fühlen. Und ich habe gewusst, die können fliegen und wenn der mir ins Gesicht geflogen wäre, ich wäre ausgetickt, deswegen das Wasser. Und dann habe ich einfach ein Glas genommen, habe es rübergegeben, habe so eine CD drunter geschoben und habe ihn dann so auf den Schreibtisch gestellt und dann habe ich ein ernstes Gespräch mit ihm geführt. Und falls ihr denkt, das ist jetzt nur ein Scherz, ich habe mich wirklich mit ihm unterhalten und das sind so die Sachen, die ich mache. Ich habe ihm dann gesagt, hör zu, hier drin ist kein Hotel, du bist draußen viel glücklicher, das sind Bäume, da ist die ganze Mutter Natur hier drin, es ist echt fad hier drin, ich führe die ganze Zeit Selbstgespräche. Er ist nur da gesessen so. Ja, ich habe ihn nur aus dem Fenster geworfen. Oh, das Vieh konnte fliegen, ja. Hat sich an der Häuserwand festgekrallt, dann habe ich das Fenster zugeschlagen und bin umgezogen. Vielleicht ist das übertrieben. Einen interessanten Kommentar können wir noch nehmen, weil das ist eine lustige Frage. Jetzt bist du aber laut. Kann das sein? Sehr schönes Video. Du bist so eine coole Nudel. Danke. Zwei Fragen. Wieso gehst du genau jetzt in stationäre Therapie? Bist du breiter als früher? Ich habe wirklich gelesen, statt breiter. Bist du breiter als früher? Ach ja, wahrscheinlich. Und noch eine Frage. Hast du eigentlich Hater hier auf dem Kanal? Zur ersten Frage. Mir geht einfach die Essstörung schon genug auf die Nerven, dass ich sage, okay, jetzt reicht's mir. Deswegen gehe ich erst jetzt. Ich habe auch lange Zeit eben dieses typische Denken gehabt, ich bin nicht krank genug, aber ganz im Ernst. Ich bin mir sicher, fast jeder in der Klinik denkt, der ist nicht krank genug. Also ihr seid sicher nicht alleine dort mit dem Gedanken. Es sind sicher, ich weiß nicht, 8 von 10 Leuten sind dort mit dem Gedanken, ich nehme jemanden Platz weg, ich bin eh nicht krank genug. Man glaubt selbst immer, man ist nicht krank genug. Nein, wenn es dir schlecht geht, dann bist du krank genug. So, erledigt. Ja, geh mal jetzt, ich weiß nicht, Holz hacken oder was auch immer ihr in der Freizeit macht, ich weiß es nicht. Und hast du eigentlich Hater? Naja, Hater. Ich meine, es gibt immer so, und von der Uhrzeit und der Wortwahl her würde ich sagen, das sind irgendwelche pubertären Leutchen, die dann so Kommentare schreiben wie Schlampe. Oder wenn sie wirklich gerade so in ihrer Wut drin sind, Schampe. Und dann denke ich mir, ah oh ja, ich habe keine Ahnung, was eine Schampe ist. Einmal hat jemand sich wirklich Mühe gegeben, hat einen 5-zeiligen Kommentar geschrieben mit, hey du fette Fettsau aus Fettistanien, bla bla. Es ging so weiter, hat sogar seine Adresse dazu geschrieben. Komm mich besuchen, wenn du dich traust. Ich weiß nicht, in den Kommentar gelöscht habe, aber er war sehr schnell weg. Vielleicht haben sie einfach in sehr kurzer Zeit sehr viele Videos zugespammt. Also so wirklich Hater gibt es hier nicht. Aber vielleicht bin ich auch noch nicht groß genug. vielleicht bin ich auch nicht groß genug. Vielleicht ist der Kanal noch nicht groß genug, dass es Hater geben könnte. Wie gesagt, zwischendurch solche Kommentare gibt es immer, aber die nehme ich nicht persönlich. Tatsache, ich nehme sie wirklich nicht persönlich, weil ich genau weiß, dass es irgendjemand, dem total fad ist und der sich anscheinend besser fühlt, wenn er andere beschimpft. So nicht, Schätzchen. Manchen antworte ich sogar. Stellt euch vor. Ja, so viel
zu unseren Kommentaren. Ich werde jetzt noch ein paar beantworten, wenn es sich ausgeht. Wir sehen uns am Mittwoch bei Es Kochen wieder, wo es was sehr Interessantes gibt. Es gibt immer was Interessantes bei Es Kochen, ich weiß. Ich bin ein sehr interessanter Kochensmensch. Ich kann das nicht ohne meine Notizen. Ich kann es nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall, wie gesagt, am Mittwoch wieder. Bis dorthin, passt auf euch auf. Ich passe auch auf mich auf. Cooler Abschiedsgruß. Muah.